Ja, wir sind in der wichtigsten Woche für uns des Jahres. Ja, das 24-Stunden-Rennen steht direkt bevor. Und ich habe gedacht, wir reden mal über das Auto. Es kommen so viele Fragen. Ihr liebt dieses Auto, ihr liebt dieses Team. Es ist erstmal schön für uns zu sehen, dass ihr uns so supportet. Aber deswegen gucken wir uns das Auto einmal gemeinsam an. Also wir haben jetzt hier den Glickenhaus SCG 004. Das ist die Variante, wie wir in 22 auch schon mal gesehen haben beim 24-Stunden-Rennen. Nur in der für mich schöneren Farbe, in diesem hellen Blau, so wie wir auch in Le Mans gefahren sind und was die CI-Farbe ist von Glickenhaus. Wir sind ja kein GT3-Auto, sondern wir starten noch in der SPX, einfach deswegen, weil für eine GT3-Homologation der Hersteller eine gewisse Zahl an Straßenautos zulassen muss. Erst dann kriegt man eine GT3-Homologation. Somit starten wir in der SPX, ist aber nicht so schlimm. Wir wollen auf Augenhöhe sein, wir kämpfen gegen die GT3s, wir wollen mit denen mitfahren. Wir fangen aber mit ein paar Basics an. Wir haben hier ein Auto, was um die 1320 Kilo wiegt, je nach BOP, manchmal auch 1305 oder 1310. Wir haben einen 6,2 Liter V8 Sauger, ja, einen Corvette-Motor, und somit haben wir eine gesunde Basis und einen schönen Klang. Ich glaube, das mögen wir alle. Wenn wir mal auf die Seite schauen, ich muss auch zugeben, ich habe am Anfang gedacht, das Auto wirkte immer kleiner, aber wir haben schon einen sehr, sehr langen Radstand und einfach ein Auto, was gebaut ist für die Rennstrecke. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wir haben hier kein Straßenauto, was abgeleitet wurde zu einem Rennfahrzeug, sondern wir haben hier wirklich ein gebautes Rennauto, was natürlich viele, viele Vorteile mit sich bringt. Und das ist nicht nur zum Beispiel der konsequente Leichtbau. Also wir haben hier alles Teile, die natürlich dafür entwickelt wurden. Aber das Besondere ist, und der Vergleich mit den GT3-Autos, wir haben hier einen Monocoque, wie wir es aus dem Formelbereich kennen, nur halt alles in einer anderen Dimension, wie im Prototyp. Man sieht hier das Monocoque, der Fahrer sitzt in der Mitte, ich springe gleich mal rein. Das ist am Anfang ungewohnt, aber ich muss zugeben, wenn man drin sitzt und sich daran gewöhnt hat, um Welten geiler, weil du natürlich eine ganz andere Autobalance hast und du kriegst das ganze Feedback, was im Auto ankommt, einfach nochmal besser mit. Du sitzt in der Mitte, du fühlst dich wirklich wie der absolute König, der Kapitän, und genauso kannst du damit dann auch agieren. Ich jump mal rein. Ja, das sieht natürlich auch ein bisschen eleganter aus, aber die Weste ist ein bisschen eng und der kleine Franzose hat hier drin gesessen, ja, mit dem Lenkrad. Das können wir natürlich auch abmachen. Aber schaut es euch an, wir haben hier sehr, sehr viel Platz. Das ist auf der rechten Seite genauso und man sitzt hier komplett im Center des Autos. Was ein Thema ist, ist wirklich die Übersicht. Das heißt, wir überlegen natürlich jetzt noch, ob wir ein Kamerasystem als Rückspiegel verbauen oder nicht, weil wir momentan nur diese kleinen Ecken draußen haben. Die reichen aus, aber wehe, der Spiegel verstellt sich beim Fahren, dann sind wir natürlich auf der Seite blind, was es ein bisschen gefährlich macht. Also gerade, weil wir eine Kollision vermeiden wollen, speziell in einem Verkehr, wenn uns einer überholt. Ansonsten, wir sehen, wir können hier das Lenkrad verstellen. Ja, ich mache das Lenkrad mal ein bisschen weg. So wäre ungefähr meine Position. Wir können auch die Pedalerie nach hinten schieben. Kann ich hier machen, dann geht das auch weg. Und ihr seht, hier ist jede Menge Platz. Also auch mit meinen 1,81 habe ich nach oben Luft und auch zur Seite. Und dann haben wir halt ein sehr cooles Lenkrad verbaut. Also sprich Traktionskontrolle, wir können hier einstellen, wann sie eingreift, wie sie eingreift und dann halt einfach die typischen Knöpfe. Ja? Full Course Yellow, hier gibt es einmal den Funkknopf, dann haben wir den Flasher, klar, Pit Limiter und Sachen wie ABS, Dimmer, weil das wäre sonst zu hell, gerade in der Nacht, wie auch Scheibenwischer sind dann auf den Drehreglern. Klar, runterschalten, hochschalten. Und hier haben wir einmal die Kommandozentrale. Ich weiß nicht, kannst du es sehen? Komm mal gerade noch ein Stück rein. Wenn ich jetzt den Main anmache. Ja, ich mache den Main um. So. Fährt das ganze System ein bisschen hoch. Jetzt gehen die Knöpfe an. Es leuchtet kurz. Wir sehen hier auch, die Knöpfe sind beleuchtet. So habe ich verschiedene Kategorien anders farbig. Ich habe also die ganze Schaltzentrale für den Fahrer perfekt angeordnet. Also ihr seht ja, ich sitze hier perfekt zum Lenkrad, habe mein Display, alles was ich so brauche, alle Knöpfe, die ich brauche, alles easy in Griffweite. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid hier komplett angeschossen mit dem Gurt, ihr sitzt sicher in dem Auto, ihr habt Abstand nach links und rechts, ihr habt einen Monocoque. Leute, das ist geiler als im Simulator, ihr könnt einfach perfekt euch aufs Fahren konzentrieren.
Und das macht das Auto wirklich komplett speziell für mich. Ich komme noch mal raus. Wir müssen nämlich einmal über die Dämpfung reden. Ihr seht, aussteigen geht auch. Ist nur ungewohnt, weil wir halt ja eben diesen Bereich überbrücken müssen. Jetzt mal gerade wieder rein. Ansonsten werden wir jetzt mal das Frontteil abbauen, einfach damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was ich meine, wenn ich darüber spreche, dass wir hier nicht von einem Straßenauto ein Rennauto bauen, sondern wirklich ein Rennauto haben, wo es halt jetzt ein paar Straßenautos von geben soll. Kommt mal mit. Hier wird nämlich dann schnell klar, dass wir hier nicht von irgendwas reden, was irgendwie durch zig werkseitigen politischen Strategien gegangen ist, sondern wir haben hier ein mega, mega geil konzipiertes Auto. Wir sehen das Monocoque, was ja unter der Scheibe endet, und dann halt eben das Interessante, die Bushrod-Dämpfung, also quasi liegende Dämpfer. Liegende Dämpfer mit der Sensorik dazu, das heißt auch die Daten alle, wie die GT3 die haben, also Daten, was den Federweg angeht, was die Fahrhöhe angeht, das sind alles Werte, die wir danach natürlich auch auswerten können, wie man es im professionellen Rennsport kennt. Die liegende Kühlung, der große Frontsplitter, und man sieht schön die ganzen Schächte für die Bremsenkühlung. Das ist halt, also sind wir mal ehrlich, ich kriege Gänsehaut, ihr seht es nicht, aber ich kriege wirklich Gänsehaut dabei. Und das macht das Auto so speziell. Gepaart mit der Mannschaft, die komplett positiv verrückt dahinter steht, ist das einfach ein komplettes Highlight, Teil des Teams zu sein. Um einfach nur einen ganz kurzen Blick auch hinten reinzuwerfen. Ich habe euch ja gesagt, wir haben hier ein schönes 8-Zylinder-Aggregat. Vielleicht kannst du es von hinten sehen, wenn du so drauf filmst. Wir haben ja Monocoque, man kennt es von einem LMP-Auto. Dann eben die Anlenkung, ja, die ganzen Rahmensysteme, wo dann der Motor drin liegt. Das heißt, auch die Anordnung von dem Motor ist natürlich sehr geil gemacht. Der ist schön tief. Dann sieht man es hier schön, wie man es macht. Ja, mit Goldfolie umwickelt, einfach um die Hitze ein bisschen abzuhalten. Hier die Carbon-Airbox mit, ich kann euch verraten, schön 8 Carbon-Tröten. Also richtig gut, um dann hier letztendlich mit dem Auspuff das Ganze rauszuholen. Auch wieder liegende Dämpfer. Und das Ganze macht einfach Bock auf mehr. Deswegen, ich hoffe, dass man uns ein bisschen lässt, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben uns gut vorbereitet, wir haben einiges gemacht in der Kürze der Zeit. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt dieses Wochenende wirklich schön mitfahren können und vor allem die GT3-Jungs ärgern können.